Hallo, mein Name ist Ben Ouattara. Ich lebe gerade in Dubai und bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Ich helfe Menschen dabei, ihre mentalen, emotionalen Blockaden zu lösen und in die Umsetzung zu kommen. Hey Andreas, ich habe schon sehr viel von ihm gehört gehabt, weil wir gemeinsame Freunde haben, ja, über Calvin Hollywood, Dirk Reuter, und ich habe ihn auf dem letzten Event von Dirk Reuter, da war ich als Speaker gebucht und habe ihn da kennengelernt, weil er natürlich auch da in den Pausen immer die Übung macht. Da haben wir uns persönlich zum ersten Mal getroffen und uns ausgetauscht. Also das war vor kurzem, vor 2 Monaten war das. Eins der wichtigsten Prinzipien für Erfolg ist, seine Energie zu managen. Ja? Und viele Leute sagen, ja, ich habe aber keine Zeit gerade für das und für das, und ich werde das machen, wenn ich die Zeit habe. So, und fürs Business oder für Erfolg allgemein als Mensch in allen verschiedenen Lebensbereichen ist Energie wichtig, seine Energie zu managen. Und ich sage immer den Leuten, ich trainiere nicht, um gut auszusehen. Wenn das mein Ziel wäre, abzunehmen oder gut, dann brauche ich nicht mehr zu trainieren, weil ich bin an diesem Punkt schon. Aber es ist für Energie. Und viele Leute sehen Zeit als ein Element. Aber du hast mentale Energie, körperliche Energie, emotionale Energie. Geld ist auch Energie, das ist austauschbar. Und das Ding ist, es gibt bestimmte Sachen, die du tust, und das kostet kurzfristig Energie, aber dann gibt es dir viel mehr. Und zu trainieren kostet dich ganz kurz körperliche Energie, kostet dich ein bisschen Zeit, aber das Ding ist, was du zurückbekommst, emotional, wie du dich fühlst, Sauerstoff in deinen Lungen, dein Kreislauf, deine Muskeln, deine Hormone werden aktiviert, mental bringt dich das wieder in den Fokus, und es gibt dir so viel mehr Zeit, weil du in der Lage danach bist, in deinem Business erstmal viel produktiver zu sein, weil dein Körper funktioniert, aber auch diese kleine Stimme in deinem Kopf, jedes Mal, wenn du sagst, ah, ich will das nicht machen, ah, das ist jetzt zu viel, ah, noch eine Wiederholung, sie kommt auch jedes Mal, wenn du im Business vor Situationen bist, wo du gerade etwas machen musst, worauf du keine Lust hast. Es trainiert dich emotional auch, Sachen zu tun, immer wieder. Und deswegen ist das für mich einer der wichtigsten Bereiche in meinem Leben, aber so wichtig für Leute, nicht nur Zeit als Faktor zu nehmen und dich daran zu erinnern. Wir sind als Menschen nicht gemacht worden, um aufzuwachen, auf einem Stuhl zu sitzen, im Auto zu sitzen, vor der Couch zu sitzen, im Bett zu liegen. Das, was die meisten Leute machen. Unser Körper ist designed dafür, in der Natur zu beleben, wo du dich bewegst, Sauerstoff bekommst, dein Kreislauf sich bewegt, du deine Muskeln aktivierst, und deswegen bist du dann auch in der Lage, als Mensch völlig hier zu sein. Aber wir leben in einer künstlichen Welt. Und deswegen brauchen wir bestimmte Elemente, die wir selber einbauen und einpflanzen, damit wir als Menschen perfekt funktionieren können. Und deswegen ist Fitness so wichtig, nicht nur für Business, sondern für dein komplettes Leben. Ja, weil manche Leute sagen ja, aber du bist doch so fit, warum brauchst du einen Trainer? Und das ist der Denkfehler. Nur wenn man denkt, man ist in einem gewissen Bereich, denkt man, dass man nicht expandieren kann. Ja? Und mit Andreas zu trainieren hat sehr viele Kleinigkeiten. Aber das Ding ist, manchmal sind so 2, 3 Sachen. Manchmal kannst du ein Buch lesen von 300 Seiten, und wenn du eine Idee hast, diese Idee kann dein komplettes Business verändern. Und genau so gehe ich das auch an. Und ich habe gesehen, dass halt Andreas viele Schwachstellen bei mir gesehen hat, in der Art und Weise zu trainieren, zum Beispiel, was meine Beine angeht. Einmal mein Beintraining hat sich jetzt extrem so verändert. Dann sowas wie Stretching, ne, und Sachen, die halt auch langfristig gesehen wichtig sind. Das sind Sachen, die drin waren, und vor allen Dingen diese Accountability. Das ist einer der wichtigsten Bereiche, weil die meisten Leute wissen vielleicht, was zu tun ist, und machen es nicht.